Hallo an alle YouTube-User, hier ist Strohut Pirat Zorro und jetzt geht's los mit einem Pokémon Heart Gold Let's Play. Jetzt hören wir das Intro. Zuerst erkläre ich dir ein paar wichtige Dinge zum diesem Spiel. Berühre eines der Themen auf dem unteren Bildschirm, wenn du mehr dazu wissen möchtest. Also ich möchte jetzt eigentlich gar nichts wissen, also keine Infos. Pünktchen, 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 Pünktchen. Ja, interessant. Faszinierend. Wieder Pünktchen. Interessant. Was? Oh, entschuldige bitte. Ich habe nur gerade ein Buch gelesen. Aha. Oh, entschuldige. Die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Arch. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Nein. Kein Problem. Ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Ich muss gar nichts wissen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ach echt? Warte, ich dachte, das wären Digimons. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Nö. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich da vor mir habe. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Aus meiner Stimme an könnte man meinen, ich bin ein Junge. Und ich habe, glaube ich, dazwischen dabei, das zeigt, dass ich bin ein Junge, also... Ja, ich bin ein Junge. Den Namen, muss ich danach noch sagen, okay, also, ich denke mal, ich gehe mal ein Küsslein, also Zorro. Boah, das reicht schon, ja. Ah, du bist also Zorro. Nein, ich bin Raffi. Also Zorro, bist du startklar? Claro. Denn gleich tauchst du ein in dein ganz eigenes Abenteuer. Viele Erfahrungen warten auf dich, schöne wie auch traurige. Große Träume und großes Abenteuer, hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los, wir sehen uns später wieder. Oh Gott, ich schrumpfe! Ich bin ganz klein. Juhu, lauf mir ein bisschen rum, juhu. Komm schon, geh zu deiner Mutti. Das ist meine Mutti. Ah, da bist du ja endlich, Zorro. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie war bis eben noch hier. Na und? Es sah so aus, als würde sie mit ihrem Merrill einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Hier packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Ein Beutel! Noch ein Trainerpass. Jetzt kann ich auch noch speichern. Jetzt kann ich noch die Optionen ändern. Naja. Jetzt tue ich erstmal die Optionen ändern und soll ich das Texttempo auf Max haben. Das reicht mir gut. Ja. Gehen wir hier mal raus. Ja, es ist ein bisschen Nacht, jo. Oh, Merrill. Autsch. Da kommt Lyra. Merrill tanzt noch ein bisschen. Jawohl, es tanzt richtig gut. Naja, gehen wir weiter. Okay, hier ist das Labor. War ja eine lange Reise. Aber hier, der ist interessant, der Kerl. Pünktchen. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Hey, starr mich nicht so an! Bam! Ey, Alter, hast du ein Problem? Ah, da bist du ja, Zorro. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon? Pokémon in Pokémon aufzubauen und überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja, genau wie deine Freundin Lyra.
Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend zu tragen, ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich auch, ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich möchte dir eines meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn du es immer mit dir spazieren führst. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. Er hat eine Mail! Hör mir zu, ich habe deinen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ein verzeihlicher Name. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonderen seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder seine E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dieses Mal wirklich etwas Besonderes gefunden zu haben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei mal wieder um ein Pokémon-Ei. Aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich jetzt nur? Ich hab's! Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Los, du darfst dir sogar auch eines dieser Pokémon hier aussuchen. So, dann suchen wir eins von diesen drei Startern aus. Also müssen bald berühren, okay. Das ist Endivir, Pflanzstarter, nehme ich nicht. Kanimani, Wasser, keine Bock. Und ein Feuerriegel, Feuer, das nehme ich. Ja. Und jetzt habe ich auch noch den Pokémon-Button bekommen. Und ein Feuerriegel, das hinter mir herläuft. Ja, ich gebe gerne meinen Pokémon-Spitznamen. Und zwar nenne ich meinen Feuerriegel mal Blaze. Fragt mich wieso, es ist einfach so. Könnt ihr das gut googeln und dann sehen, was so rauskommt. Vielleicht findet ihr dann etwas Neues. Ja, ich bin zufrieden mit Blaze. Na, was sagst du? Mit einem Pokémon spazieren zu gehen, ist schon eine sehr entspannte Sache, oder? Genieße das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon. Und wenn der Pokémon verletzt ist, kannst du es mit Hilfe dieser Maschine wieder heilen. Das geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Und jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Er wohnt nur ein kleines Stück nördlich von Rosalia City. Vielen Dank schon mal, Zorro. Jetzt kommt noch der Assistent, kein Assis, sondern Assistent. Und er gibt uns jetzt noch ein paar Tränke, ich glaube 5 Stück. Ja, langweiliger Text. Kein Bock alles zu lesen. Entschuldigung Leute, was ist so? Und da ist Lyra und hier Meryl. Und es tanzt mal wieder, ich glaub's nicht. Zorro, das Pokémon, das du bekommst, das ist ein Feuerriegel, stimmt's? Ach ja, das ist ein echt tolles Pokémon. Wenn du es spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Und warum sollst du jetzt nicht dein Emote dafür? Also dann, man sieht sich. Langeweile. Jo, was sagst du denn so, Feuerriegel? Blaze hat sich da offenbar noch nicht mit seinem Namen gewöhnt. Scheiße. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Gehen wir mal zu meiner Mutti. Jo, warte. Ach je, du hast aber ein niedliches Pokémon im Schlepptau, Zorro. Hat dir das Professor Lind geschenkt? Nein, das habe ich auf der Straße gefunden. Was wollte er eigentlich von dir? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das hört sich nach Arbeit an. Aber manchmal ist es gut, von Leuten um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Ja, ein bisschen schneller Text, egal. Jetzt ein kleiner tragbarer Computer. Wenn aus dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst auch du nicht um einen Pokécom rum. Ja. Ach übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Ja, ich wähle eine Nummer und dann kann ich telefonieren. Ja, ja, das ist auch schön erklärt, aber ich kenne mich ja schon aus, ich habe schon mal durchgezockt. Ja. Also dann verlassen wir mal Neuborkia. Und jetzt kommt noch Lind angerast. Hey, warte mal eben! Ausrufezeichen. Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Ich wollte dir doch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Zorro hat Professor Linds Nummer im Pokémon registriert. Gut, wenn es irgendwas geben sollte, rufe ich dich an. Ja, dann gehen wir weiter und ich höre mal auf.
Ja, ich hoffe, dieses kleine Let's Play mit dem ersten Teil hat euch gefallen. Kritik einfach schreiben, PPN oder auch als Kommentar, mir ist es egal. Ja, also, das war's dann. Gute Nacht, New York. Ne, ich meine YouTube, sorry.